sagen, wie toll, dass ihr mit uns feiert und wie großartig, dass ihr alle noch auf seid. Ja, ist ja keine Selbstverständlichkeit mehr. Ich meine, die Pandemie hat so einiges und einige verändert. Meine Freunde sind alle schon im Bett, weil der Schlaf vor 24 Uhr der gesündeste ist. Ja, die sind jetzt alle im Gesundheitswahn. Die streben jetzt alle die Unsterblichkeit an. Hör mal, das sind die gleichen Menschen, mit denen ich früher wilde Partys gefeiert habe. Immer schön oben rein, egal was. Hauptsache knallt. Alles haben wir geraucht, was trocken war. Ja, da hat sie vor lauter Qualm die Kontaktlinsen auf die Pupille gelötet. Klamotten waren kontaminiert. Aber von denen raucht jetzt keiner mehr. Die nuckeln jetzt alle an so vibratorähnlichen Dampfkolben. Ja, das nennen die jetzt Rauchen. Ich meine, selbst Rocker nuckeln ja mittlerweile an den Teilen. Ne? War neulich an der Raststätte, da standen 10 Rocker neben ihren fetten Bikes und die alle so. Entschuldigung, wenn du Rocker bist, kannst du doch nicht an einer nach tausend und eine nach stinkende Parfümwolke ziehen. Nach dem Motto, ich bin hart, ich bin brutal, ich bin bereit. Ich rauche Brombeer-Vanille-Rüt. Ja, und vergiss es, dass du mit denen noch mal ein Switch hast, ne? Meine Freundinnen nippen jetzt allenfalls noch an einem Gläschen Schorle. Halb Wolwig, halb Gerolsteiner. Ja, weil sie in so einer Studie gelesen haben, dass das Gläschen Rotwein, was ja bislang für den Blutdruck supi war, jetzt doch ganz böse ist. Ja, deswegen trinke ich jetzt immer ein Fläschchen. Zu jeder Mahlzeit. Ja? Nein, super, wachst du morgens auf, denkst du, geiler Scheiß, schon angezogen. Und Sport ist natürlich auch ganz wichtig. Die joggen jetzt jeden Tag. Na, selbst während dem letzten Lockdown sind die jeden Tag joggen gegangen. Und dann posten sie immer auf Facebook, na, wie viele Kilometer sie laufen sind, in welcher Zeit und vor allem wie viele Schritte. Die zählen jetzt alle ihre Schritte. So weit sind wir. Wir stalken uns selbst. Ich habe auch mal meine Schritte gezählt, aber da war ich in Behandlung. Heute bist du ja krank, wenn du sie nicht zählst. Wir müssen ja 10.000 Schritte am Tag machen, damit die Pumpe korrekt läuft. Freunde, dafür brauche ich doch keine App. Die 10.000 Schritte schaffe ich mal locker mit all meinen sinnlosen Gängen von einem Zimmer ins andere, weil ich unterwegs vergessen habe, was ich da eigentlich will. Kennt ihr? Macht euch keine Sorgen, Hunde machen das ihr Leben lang. Ich weiß, wovon ich rede. Ich stand vor der Pandemie vor der Entscheidung. Hund oder Mann? Lass ich mir einen Teppich versauen oder das ganze Leben. Ihr könnt ja leider nicht sehen, was ich da immer sehe. Hä? Die Paare so. Und die Singlefrauen, hä? Ja! Nein, aber ich muss zugeben, ich habe meine Freunde echt bewundert, wie konsequent sie den Sport durchgezogen haben. Ich muss zugeben, ich habe in den letzten 2 Jahren komplett die Kontrolle immer wieder verloren. Ja? Selbst beim letzten Lockdown, Leute, da bin ich nur noch in der Jogginghose auf der Couch rumgelegen, habe Schokolade inhaliert und Netflix leer geglotzt. Und als wir dann endlich wieder arbeiten durften, wollte ich mal wieder meine Slim-to-Fit-Jeans anziehen. Keine Chance! Um in die Dinger reinzukommen, hätte ich so ein Gerät gebraucht, mit dem man Weihnachtsbäume einnetzt. Okay, jetzt brauchst du mal Hilfe. Und die habe ich auch gefunden. Auf YouTube. So eine Zumba-Dance-Class. Kennt ihr Zumba? Ja, 3. Okay, also für die, die es nicht kennen. Zumba ist so ein Latino-Tanz. Da weißt du ganz schnell, was an deinem Körper noch tanzt, nachdem du aufgehört hast, dich zu bewegen. Und zur Motivation wollte ich mir als erstes natürlich neue Fitnessklamotten kaufen, oder? Ist doch klar. Also nachhaltige Fitnessklamotten, weil das mit dem Online muss man ja irgendwie kompensieren. Falls irgendjemand von euch hier im Saal abnehmen möchte, kleiner Tipp von mir, kauft euch nachhaltige Fitnessklamotten. Kannst du dir kein Essen mehr leisten. Mal sind die bescheuert? Die wollen für so einen Sport-BH 80 Euro? Hör mal, für 10 Euro kriege ich jetzt jeden Minijobler, der mir beim Joggen die Titten hält. Andale, Andale. Oh, ich war auch schon wieder raus
aus beim Zumba, da? Aber dann sind ja zum Glück die Fitnessclubs wieder auf, ja? Und dann bin ich tatsächlich mit meinen Freunden in die Mochtisch-Cross-Stunde. Kein Scheiß, gibt's bei mir in Kreuzberg. Ich wohne in Berlin, Kreuzberg, hä? Mochtisch-Cross. Ich rein, vor mir der Trainer, so ein mega definierter Leckerhappen. So ein echter Kerl mit Muskeln, ein Stelle, da hab ich gar keine Stelle. So ein echter Kerl, der dem Schoko-Weihnachtsmann als erstes den Kopf abbeißt. Dabei so ein Appetit schon. So. Macht der den Mund auf. Leute! Ich bin euer Trainer, Trainer! Hier in Machtisch-Krass zählen Zielorientierung, Willenskraft und Durchhaltevermögen. Dann garantiere ich euch, wird aus jedem von euch schlaffen Mickey-Mäusen ein Steinbeißer. Dachte ich, ja Mann, Steinbeißen, voll mein Ding. Gefühlte 9,5 Stunden später habe ich meine sterblichen Überreste vom Boden gekratzt und bin auf allen Vieren nach Hause gekrochen. Abends konnte ich meine Zähne nur noch so putzen. Bürste auf den Tisch. Hätte ich dritte Zähne, hätte ich mich zu denen ins Glas gelegt. Ich hatte derart Muskelkater, ich musste meine Gliedmaßen einzeln ins Körbchen legen. Während ich meines Hormon-Yoga mit den Eierstöcken Kontakt aufnehme. Sowas gibt's, kein Scheiß. Schon mal probiert, Schatz? Was willst du machen, wenn die Dinger nicht mehr kommunizieren? Ja, ja, aber nicht falsch verstehen. Ja, ich habe überhaupt kein Problem mit Älterwerden. Das Einzige, was mich echt nervt, ist, dass da, wo jetzt noch mein knackiges Tattoo von Johnny Depp ist, hängt bald der Schrei von Edward Munch. Was willst du machen? Ah, was willst du machen? Du musst halt morgens das Gemälde hochrollen und ins Körbchen legen. Oh, Leute, ich find's ja großartig, dass ihr uns schon seit 40 Minuten zuhört und keine und keiner hier am Dattel ist. Ich meine, findet man heute noch jemanden, der dir zuhört? Völlig unmöglich, sind doch alle nur noch so unterwegs. Gut, die meisten von euch wahrscheinlich eher so. Ertappt, oder? Pass auf, da habe ich unlängst eine Studie gelesen, dass wir jetzt alle seit der Pandemie mindestens 5 Stunden am Tag auf unser Smartphone klotzen. 5 Stunden, kein Wunder, schmort uns langsam der Frontallappen durch. Immer früher haben wir doch auch nicht 5 Stunden aufs Telefon geklotzt, oder? Doch, ich, mein ehrlicher an die Ruflat, Mädels, erinnert ihr euch? Oder vielleicht, was habe ich denn falsch gemacht? Wieso willst du nicht weg? Ich meine, heute ist es ja noch schlimmer, wenn du ihm eine WhatsApp schickst und siehst, dass er es gelesen hat. Aber ehrlich antwortet und dann noch online ist. Liebe Männer, bitte antwortet. Es muss nicht viel sein. Eine kleine Nachricht, ein Emoji, Kackhaufen, basta. 5 Stunden, Leute, was könnte man in 5 Stunden alles Sinnvolles tun? Einfach mal die Welt wieder auf sich wirken lassen. Packen wir aber nicht mehr. Ist viel zu real.
Ja, wir halten uns ja selber nicht mehr aus. Wenn ich im Bad vorm Spiegel stehe, versuche ich immer das Bild wegzuwischen. Wie gesagt, deswegen finde ich es ja geil, dass hier niemand am Daddel ist. Ja, gestern bei unserem Auftritt, da saß genau, wo du jetzt gerade sitzt. Da saß ein junges Mädel, die war die ganze Zeit am Daddel. Und ich so, Schätzchen, mach doch mal bitte dein Smartphone aus. Und sie so, aus? Geht es aus? Hat es einen Ausschalter? Irre, oder? Und der Witz ist, was wir früher in 5 Minuten telefonische Regel haben, ne? Dafür WhatsAppen wir uns heute die Daumen bis in die Arthrose. Ne? Du kannst ja auch niemand mehr einfach spontan besuchen gehen. Nein, musst du 120.000 WhatsApps vorher raushauen. Bin auf dem Weg, steig aus dem Auto aus, geh die Treppe hoch, Klingel. Jetzt war's Quatschen, oder nicht? Weißt du, irre, selbst die Kinder, ja, selbst die Kinder machen keine Klingelstreiche mehr. Die schicken dir jetzt auch vorher eine WhatsApp. Hey, du Opfer, ich mach dich kaputt. Und dann 3 Emojis, Klingel, Klingel, Baseballschläger. Aber die WhatsApp ist das eine, ganz schlimm ist ja diese Autokorrektur. Ha? Habt auch alle Erfahrung mit. Also wenn ich manchmal lese, was ich da geschrieben habe, denke ich, hatte ich gerade einen Schlaganfall oder was? Schon ein kleiner Unterschied von ich bin Al-Qaida beigetreten zu heute gibt's Quinoa-Bratlinge. Oder neulich krieg ich von meiner Freundin eine WhatsApp aus dem Urlaub. Liegt hier in der Sonne auf Toni, besser könnte er nicht rein. Hab ich zurückgeschrieben, wo ein Wille, da ein Weg. Kam von ihr zurück, Kanalsanierung. Lasst euch den mal auf der Zunge zergehen. Freunde, es ist doch alles Wahnsinn. Je weniger wir miteinander reden, desto mehr schreiben wir einander vorbei. Okay, telefonieren tun wir mit dem Smartphone natürlich auch noch, aber laut der Studie nur 10 Minuten am Tag. Und die natürlich am liebsten in der Öffentlichkeit. Ja, letzte Woche war ich beruflich in Köln, stehe ich morgens beim Bäcker und dann die Lady hinter mir. Lady, ich sage dir, das Wochenende, der Mann war super. Ich hab nur gedacht, ich hab mir einen fiesen Pilz eingefangen. Da ist man dann auch froh, dass man das erfahren hat. Da schmeckt einem das Croissant gleich sehr viel besser. Aber wisst ihr, was mich wirklich aus den Schuhen rausgehauen hat? In der Studie stand, dass mittlerweile 7% aller Menschen beim Sex auf ihr Smartphone schauen. Da hab ich mich gefragt, was bitte kann so wichtig sein, dass es keine 2 Minuten warten kann? Jetzt überleg mal, dass ich die so schön am Liebe mache, ja? Und dann die so, oh Schatz, schau mal hier, Ikea hat eine neue Sitzgruppe. Und dann so, yo, aber die schwarze Ledercouch, wow, geil. Wo sind wir gelandet, Leute? Schatz, was ist mit dir los? Guck. Du weißt schon, das ist nicht wie beim Fernsehen. Ich sehe dich auch. Na, aber jetzt mal ehrlich, Leute, wo sind wir gelandet? Na, statt Zigarette danach gibt es das Selfie davor, währenddessen und danach. Da kriegt ja der Begriff Selfie-Stange eine ganz neue Bedeutung. Und ich meine, dieser Selfie-Terror fängt ja schon früh morgens an. Hashtag, that's how I woke up. Und dann posten alle so hammergeile Bilder auf Instagram und sehen drauf aus wie eine frisch geschlüpfte Strelitzie im Sonnenaufgang. Hör mal, wenn ich mich morgens nach dem Aufwachen fotografiere, ja, dann sehe ich aus wie die Schildkröte aus der unendlichen Geschichte. Hashtag, that's how I woke up. Und mein erster Gedanke morgens ist nicht Selfie, sondern Kaffee. Wieso müssen wir jetzt unser ganzes Leben auf Instagram preisgeben? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Echt, als meine Freundin Jule schwanger war, da hat sie ständig gepostet, Hashtag Babys, kam mir dann Bilder von ihrem Bauch mit einem Gesicht drauf. Und dann war das Kind endlich da. Und jetzt postet sie ständig, Hashtag back in shape. Und meine Fresse, ist die back in shape. Da ist alles wieder stramm und schick, während ich mir Gedanken mache, wie ich die Dinger vom Absturz bewahre. Aber ich werde doch einen Teufel tun, das auf Instagram zu posten oder gar eine Story drüber zu machen. Hashtag bis zum Knie und weiter.
Die Story ist ja jetzt auch ganz wichtig. Ist ja die Eintagsfliege unter dem Poster. Hast du 24 Stunden Zeit, deinen Followern Weltbewegendes mitzuteilen? Zum Beispiel, dass du bügelst? Gestern hat eine Story von sich eingestellt mit einem Selfie beim Bügeln. Bitte, wie einsam muss man sein, sich beim Bügeln zu fotografieren? Das ist doch kein Selfie, das ist ein tragisches Lonely. Dann schreibt ihr auch noch drüber, ich fleißiges Mädchen. Hab ich drunter geschrieben, nein, du dumme Hummel. Ich meine, das sind ja die gleichen Menschen, die ihr Essen fotografieren und nachher posten. Ne? Ja, man kann ja schon froh sein, dass ihr Verdautes nicht einstellt. Braune Scheiße gibt schon genug auf Facebook. Dass ihr heute Abend gekommen seid und mit uns 2 Stunden Auszeit euch gönnt von diesem Wahnsinn, der da draußen ist. Und ich hatte auch gerade das Glück, ich durfte gerade 4 Wochen auf einem Schiff spielen in der Karibik. Und ich sage euch eins, falls irgendjemand von euch Lust hat, auch mal so eine Schiffsreise zu machen, überlegt euch gut, wen ihr in die Kabine mitnehmt. Ich habe meine Freundin mitgenommen. Ich sage euch, der erste Abend super, weil all inclusive, endlich mal jemand, die mit mir bis zum Verlust der Muttersprache. Und nächsten Morgen wollte ich sterben. Ich so, Junge, oh Gott, der 8. Kaipi hätte nicht sein müssen. Ich kann heute nur noch Suppe essen. Alles andere ist zu laut. Und dann die Jule. Ach ja, du glaubst, du hast ein Problem. Pass mal auf, ich hab ein Problem, okay? Ich hab ein Problem. Ich hab die ganze Nacht nicht eine Sekunde geschlafen. Dann hält ihr mir ihr Smartphone hin und spielt mir Folgendes vor. Kein Geräusch. Wie gesagt, ich habe echt kein Problem mit dem Älterwerden, ja? Es gibt durchaus Dinge, auf die könnte ich gut und gerne verzichten. Ich brauche jetzt jeden Abend 3 verschiedene Zahnzwischenraumbürstchen. Rot, Violett, Gelb, gehassen, und dann noch was. Sollte ich jemals wieder einen Kerl kennenlernen, bis ich ins Bett komme, schnarcht er? Nicht genug, dann knirsche ich jetzt auch noch mit den Zähnen. Hat mir meine Zahnärztin so eine Beißschiene verschrieben, in der Größe von einem Hufeichen. Wie soll ich jemals noch mal einen Kerl kennenlernen? Du möchtest bei mir übernachten, oder? Hey, da freue ich mich sehr drüber. Doch, du hast super Idee. Kleine Moment. Guck mal rein. Die muss ich leider heute Nacht tragen, damit ich mich nicht zu Tode weiche. Aber ich ziehe auch Handschuhe an, falls ich einen Albtraum habe, damit ich dir die Augen nicht auskratze. Und wir sehen uns dann morgen früh beim Frühstück wieder. Ich wünsche dir eine angenehme Nacht. Bitte, wer will mit einer Honey Nektar ins Bett? Und dann schnarche ich nicht nur, nein, ich habe auch noch Apnoe. Wisst ihr, was das heißt? Ich höre auf zu atmen. Dann meinte die Juli, du musst in so ein Schlaflabor, du musst dich untersuchen lassen. Na unbedingt, nur du brauchst so eine Atemmaske. Beischiene und Atemmaske. Ist ja an Erotik überhaupt nicht zu überbieten. Jetzt weiß ich, warum 7% aller Menschen beim Sex auf ihr Smartphone schauen. Dankeschön, auf Wiedersehen, ihr wart super. Thank you.